Es fing an wie ein normaler Samstag. Ich stand gegen 10 Uhr auf, machte mich fertig, verbrachte einige Zeit an meinem PC und so weiter. Typische Dinge eben, nichts Besonderes. So lange, bis es dann 16 Uhr war und ich ein Date mit meiner Freundin Celina hatte. Wir waren nun seit 2,5 Jahren zusammen und da dies anscheinend für sie etwas Besonderes war, wollte sie unbedingt mal wieder mit mir essen gehen. Wir gingen in ein nettes Lokal in der Gegend, aßen zusammen, redeten ein wenig. Es hätte ein so schöner Abend werden können. Doch sie nervte mich erneut mit den immer gleichen Fragen. Wann können wir eigentlich endlich mal wieder in den Urlaub zusammen? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mit dem Studium derzeit dafür keine Zeit habe. Du hast nie Zeit, wenn ich danach frage. Fang nicht damit wieder an. Wir hatten diese Diskussion schon. Ich hab da jetzt echt keine Lust drauf. Womit soll ich anfangen? Dass du mich andauernd versetzt? Dass ich dich scheinbar nerve und du keine Zeit mit deiner Freundin verbringen willst? Nein, das finde ich doch super. Ich versetze dich nicht andauernd und nerven tust du auch nicht. Wir sind doch hier, das war doch dein Wunsch, also sei ruhig. Nein, nie versetzt du mich. Du wolltest auch wieder mal meine Eltern besuchen. Was ist damit? Oder fehlt dir für die Stunde auch die Zeit? Ich spreche da jetzt nicht mehr mit dir drüber. Warum nicht? Irgendwann müssen wir doch darüber sprechen. Weil wir im Restaurant sind. Ich rede da mit dir nicht weiter drüber und Schluss. Ich will das jetzt aber mal wissen. Was soll diese Scheiße von dir immer? Ich hab da langsam echt keine Lust mehr drauf. Kannst du mal ruhig sein? Hier sind Leute um uns herum. Mach das nicht noch peinlicher, als es jetzt schon ist. Okay, weißt du was? Es reicht. Du kannst mich mal. Mach doch, was du willst. Mir reicht's. Celina, jetzt bleib doch hier. Nein, Erik, leck mich. Bleib doch, wo du willst. Und dann stürmte sie aus dem Restaurant. Ich saß da, angestarrt von den anderen Gästen. Ich lief ihr nicht nach. Ich wusste, sie musste sich jetzt beruhigen und tat dies meist bei einer ihrer Freundinnen oder so. Es hatte keinen Sinn, jetzt zu versuchen, dass sie sich beruhigte, also wartete ich einige Zeit und schrieb ihr dann. Es war ungefähr eine Stunde vergangen und ich schrieb ihr, dass es mir leid tat und wir doch mal gucken können, wann ein Urlaub oder ein Besuch bei ihren Eltern klappte. Normalerweise reichte dies, um sie zu beruhigen und glücklicher zu stimmen. Doch diesmal bekam ich von ihr keine Antwort. Sie las meine Nachricht nicht einmal und sie kam auch nicht bei WhatsApp on. Ich wartete erstmal ab, dachte, sie ist vielleicht noch bei ihren Freundinnen. Doch auch nach 3 Stunden und weiteren Nachrichten sowie Anrufen von mir bekam ich keine Antwort oder auch nur ein Lebenszeichen. Ich fing an, mir Sorgen zu machen und rief Marie, die beste Freundin von Celina, an und fragte dort nach, ob sie wüsste, wo Celina ist. Doch auch sie hatte diese Nacht nichts von ihr gesehen. Auch gemeldet hatte sich Celina nicht bei ihr. Eileen, ihre Schwester, wusste auch von nichts und selbst Basti, ein guter Kumpel von mir, der früher mal was mit ihr hatte und zu dem sie bei Problemen noch ab und zu ging, sagte, dass er sie nicht gesehen hatte. Ich telefonierte die ganze Nacht umher, doch niemand wusste, wo sie war. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ob es zu übertrieben wäre, direkt zur Polizei zu gehen und wollte erst einmal eine Nacht warten. Vielleicht war sie bei ihren Eltern oder sonst wo. Ich versuchte mich zu beruhigen, doch am nächsten Tag wurde ich von einem Klingeln an meiner Tür geweckt. Ich stürmte runter zur Tür in Erwartung, Celina gleich dort zu sehen. Doch statt ihr standen 2 Polizisten vor mir, mit einem Gesicht, das so bedrückt und schockiert gewesen ist, dass ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Die Männer sagten mir, dass sie heute Morgen, nachdem Nachbarn einen blutigen Geruch wahrgenommen haben, die Leiche von Celina in ihrer Wohnung gefunden hatten. In ihrer Hand eine Pistole. Sie nahmen mich mit aufs Revier, um mir einige Fragen zu stellen. Dieser Tag war der schlimmste meines Lebens. Es war so surreal, sie verloren zu haben und dann noch darüber nachzudenken, dass unser Streit Schuld für diese Handlung war. Doch die Situation wurde noch schlimmer, denn sie sagten, dass sie scheinbar ihren Suizid mitfilmte. Vor ihr hatten sie eine Kamera gefunden, die ganze Nacht überlief. Das Video hatten sie auf DVD übernommen und spielten es ab. Sie sagten, das Video hatte keinen Ton, aber dafür Bild. Ich musste die schrecklichen Sekunden des Videos ertragen. Sekunden, in denen mir übel wurde, in denen ich Dinge sah, die ich nicht sehen wollte und über die ich nicht sprechen kann und vermutlich auch niemals sprechen werde. Sie sagten mir, dass die Kamera gut 30 Minuten lief, bis der Akku leer war und dann abbrach. Sie nahm die DVD wieder raus und stellte mir noch ein paar Fragen. Dinge wie, hatte sie öfter Suizidgedanken? Hattet ihr schreckliche Streits? Hat sie diesbezüglich schon mal irgendetwas erwähnt gehabt und so weiter?
Ich verneinte alles, da ich auch unseren Streit als nicht so ernsthaft gesehen hatte. Und danach schickten sie mich nach Hause. Ich war wie gelähmt. Den Tag lag ich nur weinend auf meinem Bett, wissend, dass ich vielleicht schuld an ihrem Tod war und dass ich sie für immer verloren hatte. Ich dachte nur über das Video nach, versuchte Gründe zu finden, zu verstehen, wie das Ganze passieren konnte, doch ich konnte es nicht. Es war nicht verständlich für mich, doch je mehr ich nachdachte, desto mehr wollte ich Antworten suchen. Ich musste verstehen. Und als ich auch nach Tagen keine Antworten für die ganze Handlung fand, wollte ich das Video noch einmal sehen. Ich hatte die verrückte Idee, dass das Video noch irgendwelche Antworten mir bieten könnte. Vielleicht könnte eine Lippenleserin sehen, was sie sagte, auch ohne Ton. Vielleicht richtete sie ja letzte Worte an mich. Ich brauchte Antworten. Doch auch nach mehrfachem Betteln ließ die Polizei mich das Tape nicht noch einmal ansehen. Sie sagten, es wäre zu meinem eigenen Besten, wenn ich die Sache der Polizei überlassen würde. Doch ich hatte eine Möglichkeit, an das Tape zu kommen. Basti war meine Möglichkeit. Er war der Sohn des ermittelnden Polizisten unserer Stadt. Ich fragte ihn, ob es eine Möglichkeit gäbe, an dieses Video irgendwie ranzukommen. Auch wenn ich direkt mit einem Nein rechnete, antwortete Basti mir sehr schnell. Er sagte, dass sein Vater die DVD im Büro zu Hause haben müsste. Wenn ich will, könnte ich sie mir holen. Ich war so erleichtert. Natürlich hatte ich Angst, das Video nochmal zu sehen, doch es war das Letzte, was mir von Selina geblieben ist. Ich sagte ihm, er solle sie holen und fuhr dann direkt zu ihm. Angekommen und in seinem Zimmer saß er dort. Er hatte die DVD bereits in der Hand und legte dann seine Hand auf meine Schulter. In diesem Moment fing ich an zu weinen und erzählte ihm von meiner Panik vor diesem Video, aber auch meinem Wunsch, mehr zu erfahren. Ich erzählte ihm, was in dieser Nacht vorgefallen war und was für eine Panik ich hatte. Er verstand mich und bot mir an, das Video mit ihm zu gucken, sollte mir dies helfen. Ich war so dankbar. Ich war so dankbar, dass ich es nicht mehr alleine ertragen müsste und jemanden bei mir hatte. Jemand, der mich verstand. Er gab mir die DVD und sagte, ich solle diese schon einmal in den DVD-Player unter seinem Fernseher tun, während er vorher noch einmal auf Toilette ging. Es war so seltsam. Es klang so, als wären wir bloß zwei Freunde, die jetzt einen Filmabend machen, obwohl wir uns das wohl schrecklichste Video der Welt ansehen mussten. Es verwunderte mich ein wenig, wie leichtfertig er mit diesem Video umging, aber es war ja auch nicht mehr seine Freundin gewesen. Ich wollte dann die DVD in den Player tun, doch sah zwei identische Player nebeneinander. Einer musste wohl für CDs und der andere für DVDs gewesen sein. Unwissend, was wofür bestimmt war, schob ich die DVD in den linken Player und drückte auf Start. Der Bildschirm des Fernsehers, obwohl dieser richtig eingestellt war, blieb schwarz. Ich tat die DVD in den CD-Player. Doch obwohl nun eigentlich nichts passieren dürfte, passierte etwas. Denn aus den Boxen kam ein Geräusch. Das Geräusch des Videos, welches vorher, auch laut dem Polizisten, nicht da gewesen ist. Und dieser Ton ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hörte Selina weinen. Sie weinte bitterlich, schrie fast schon, doch sie war nicht alleine. Jemand sprach mit ihr. Und dieser jemand war Basti. Los jetzt. Oder willst du, dass du nicht die Einzige bleibst, die heute stirbt? Ich kann auch gerne Erik noch besuchen gehen. Willst du das? Willst du, dass er stirbt, weil du zu langsam bist? So, jetzt nimm die Waffe hoch. Halte dir schön an die Schläfe. Los, so lange hält der Akku nicht mehr. Bitte nicht. Gut so. Sehr, sehr gut. Und jetzt drück ab. Als dann der Schuss ertönte, blickte ich schockiert zur Tür, in der Basti stand und mich ansah. Ich werde niemals seinen Blick vergessen, als ich laut um Hilfe schrie.